Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren YouTube-Video von mir. Bei mir auf dem Kanal Richtige Wahl seht ihr immer die neuesten Vergleiche. Heute stelle ich euch die 7 besten Fernseher unter 500 Euro im September vor und wie ihr es von mir gewohnt seid, erläutere ich euch immer die Vor- und Nachteile der einzelnen Fernseher. Also, seid gespannt. Jeder Fernseher ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach ja, und bevor ich es vergesse, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert doch auch gerne die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich neue Videos hochlade. 500 Euro ist oftmals ein Betrag, der für viele ein guter Kompromiss ist, um einen Fernseher zu kaufen. Obwohl man vielleicht keine großen Erwartungen hat, kann man sich freuen, denn unsere ausgewählten Fernseher bis 500 Euro bieten trotz des niedrigen Preises tolle Funktionen. Welche das sind, seht ihr jetzt. Der erste Fernseher unter 500 Euro ist der Panasonic TX-39JSW354. Der Titel verrät schon, dass er eine Bildschirmdiagonale von 39 Zoll besitzt. Gerade in allen Funktionen, die eine Internetverbindung erfordern, kann der Panasonic überzeugen. Dabei bietet er ein gutes Entertainment-Erlebnis und bereits für einen niedrigen Anschaffungspreis können Smart-TV-Features wie beispielsweise Streaming-Apps benutzt werden. Ein tolles Feature ist vor allem, dass er eine sehr gute Anbindung an Sprachassistenten wie Alexa und dem Google-Assistenten bietet. Auch die Fernbedienung hat ein integriertes Mikrofon, welches die Bedienung deutlich erleichtert. Alle wichtigen Anschlüsse wie HDMI und sogar USB sind vorhanden. Auch die Lautsprecher sorgen für ein gutes Klangerlebnis. Wer ein noch intensiveres Filmerlebnis haben möchte, kann auch problemlos eine Soundbar anschließen. Wer nach einem etwas kleineren und kompakteren Fernseher sucht, für den könnte der Samsung GU32T5379CUXZG der richtige sein. Er lässt sich einfach auf- und abbauen und ist leicht zu transportieren, aber auch an einem festen Platz wie beispielsweise im Wohnzimmer macht er einen guten Eindruck. Die Farbdarstellung ist hervorragend und sorgt für strahlende, trotzdem realistische Farben. Auch die Wiedergabe ist sehr kontrastreich und ergänzt sich gut mit der tollen Farbdarstellung. Ein weiterer Vorteil ist die Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, so können problemlos mehrere Geräte angeschlossen werden. Auch positiv fällt die App auf, die ein tolles Erscheinungsbild und eine einfache Handhabung hat. Insgesamt hat der Samsung-Fernseher eine erstaunlich gute Auflösung trotz des kleineren Bildes. Es ist also problemlos möglich, auch von weiter weg zu schauen und immer noch alles erkennen zu können. Zudem ist er insgesamt sehr gut ausgestattet, alle gängigen Streaming-Funktionen vorhanden. So können Streaming-Apps wie Netflix oder YouTube problemlos geschaut werden. Dass die Marke Xiaomi gute Handys auf den Markt bringt, ist jedem mittlerweile klar. Doch auch im Bereich Fernseher haben sie sich in den letzten Jahren extrem positiv entwickelt. So kann man hier auch eine sehr gute Qualität zu einem fairen und erschwinglichen Preis erwarten. Gerade in Sachen smarte Technologie sind sie absoluter Vorreiter. Durch die Kooperation mit Amazon hat der Fernseher eine erstklassige Anbindung an Alexa und die Bedienung ist somit kinderleicht und entspannt. Mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll zählt er schon zu den größeren Fernsehern und eignet sich perfekt, um ihn in größere Wohnzimmer zu platzieren. Trotz all der tollen Features ist der Fernseher für einen erschwinglichen Preis zu haben. Auch die Verarbeitung vom Fernseher ist erstklassig und man merkt, dass er für Langlebigkeit ausgelegt ist. Der Rahmen ist sehr dünn, wodurch er nochmals deutlich moderner und hochwertiger wirkt. Des Weiteren besteht er aus gebürstetem Aluminium und geht auch flüssig ins Display über. Mit der 4K-Auflösung liefert er zudem ein kristallklares Bild. Er unterstützt darüber hinaus HDR 10+. Darüber hinaus verfügt der Xiaomi-Fernseher über 4 HDMI-Eingänge. Es sind daher mehr als nötig vorhanden und es können problemlos mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Fürs Entertainment sorgt Amazons Fire TV mit bereits erwähnter Alexa-Sprachsteuerung. Es ist zudem möglich, auch den Fernseher mit einer Wandhalterung aufzuhängen. 4K, Dolby Vision und Hands-Free. All das bei einem Fernseher unter 800 Euro? Ganz genau. Der Schick U50 G7PF bietet all dies. Man kann sich hier auf ein sehr sauberes Bild freuen, welches durch die 4K-Auflösung ein sehr scharfes Bild hat und außerdem auch eine gute Farbtreue. Ein tolles Feature ist außerdem die Sprachsteuerung, welche ohne Fernbedienung erfolgt, sondern es sind Mikrofone im Fernseher verbaut, die direkt angesprochen werden können. Es gibt einen speziellen Filmmodus, der nochmals Farben und Kontraste stärker darstellt. Wer aber seine ganz individuelle Grafikeinstellung haben möchte, kann dies auch problemlos in den Einstellungen ändern und individualisieren. Doch viele Nutzer sind überzeugt, dass Schick es bereits geschafft hat, die perfekte Abstimmung zu finden.
Unterstützt werden ebenfalls HDR-Standards wie HDR10 und Dolby Vision. Als Betriebssystem steht Android 9.0 zur Verfügung und dadurch ist das Menü sehr übersichtlich und einfach aufgebaut. Alle notwendigen Streaming-Apps sind vorhanden. Darüber hinaus ist die Integration mit dem Google-Assistenten möglich, um die Bedienung noch leichter zu machen. Die Lautsprecher liefern einen soliden Sound, aber um ein richtiges Kinoerlebnis zu bekommen, sollte man sich eine externe Soundbar anschaffen, welche aber problemlos mit dem Fernseher verknüpft werden kann. Ein absoluter Preis-Leistungssieger ist der Telefunken D55U660X5CWI. Er hat eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll und einige tolle Features. Das Display ist nicht nur groß, sondern hat auch eine sehr hohe Auflösung von 4000 Pixeln. Daher kann man sich auf ein kristallklares Bild freuen, aber auch auf eine tolle Farb- und Kontrastwiedergabe. Auch merkt man bei dem Fernseher den Unterschied zwischen HDR und SDR. Gerade beim Streamen über Netflix oder Amazon Prime Video merkt man die qualitative Verbesserung. Filme werden nun zu einem echten Erlebnis und noch realistischer als zuvor. Von Vorteil ist auch, dass ein TV-Tuner integriert ist. Dadurch können fast alle gängigen Sender empfangen werden, ohne noch einen externen TV-Tuner zu benötigen. Positiv sind außerdem die vielen Anschlussmöglichkeiten. So gibt es 3 HDMI-Eingänge. Auch ein VGA-Anschluss ist vorhanden. Dadurch können auch ältere Geräte wie beispielsweise alte Spielekonsolen wieder angeschlossen werden. Auch ein Kopfhörerausgang hat der Telefunken, den man bei vielen Fernsehern vermisst. Die Lautsprecher liefern keinen außergewöhnlichen Sound, dafür aber einen sehr klaren Klang, der gerade bei Sendungen mit vielen Stimmen alles gut verstehen lässt. Der Philips 65 PUS7506-12 ist ein echter Hingucker im Wohnzimmer. Zum einen hat er eine große Bildschirmdiagonale von 65 Zoll und zum anderen wirkt er optisch sehr elegant. Vorhanden sind mehrere HDMI-Anschlüsse, um auch eine Vielzahl von Geräten anschließen zu können. Durch das vorhandene Micro-Dimming wird das Bild nochmals um einiges verbessert. Es werden darüber hinaus alle gängigen HDR-Verfahren unterstützt, welche in Kombination mit Dolby Vision und der Ultra-Resolution für ein erstklassiges Bild sorgt. Als Software dient hierbei die markeneigene Sapphire Smart TV-Technologie. So ist es problemlos möglich, beispielsweise Netflix und Amazon Prime zu streamen. Auch Sprachsteuerung kann man hier finden. Der Philips unterstützt den Alexa-Sprachassistenten. Gerade auch für Gaming ist die VRR-Unterstützung interessant. Dadurch werden Reaktionszeiten noch kürzer und das Bild noch mehr aufs Gaming getrimmt. Das in Kombination mit Dolby Atmos-kompatiblen Soundsystemen sorgt für eine tolle Fernsehatmosphäre, die aus Filmen noch das letzte bisschen herausholen kann. Auch die rahmenlose Displayfassung unterstreicht den sehr eleganten und hochwertigen Charakter des Philips-Fernsehers. Den Abschluss unseres Tests macht der iF Falcon 55K610. Er ist ein 55 Zoll großer Fernseher, der ein echter Allrounder ist. Obwohl er nicht so bekannt ist wie vielleicht Konkurrenzmarken, kann er mit diesen problemlos mithalten. Hinzu kommt, dass er oft eine günstigere Alternative bietet. Die Displayqualität ist hervorragend. Die Auflösung von 4000 Pixeln sorgt für ein klares Bild. Auch der Sprachassistent erleichtert die Bedienung und ist entsprechend vorhanden. Alle gängigen Streaming-Apps können problemlos abgerufen und geschaut werden. Auch Anschlüsse sind im Überfluss vorhanden. Der Fernseher ist also wirklich eine interessante Wahl. Das war's mit dem Test der 7 besten Fernseher unter 500 Euro im September. Wenn ich euch überzeugen konnte, einen der Fernseher zu kaufen, dann klickt gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und bin auch auf eure Kommentare gespannt. Schreibt doch gerne eure Meinung dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, aktiviert gerne auch die Glocke. Bis zum nächsten Mal!